Zack. Einmal hier hoch. Einmal hier rüber. Einmal da hoch. Das ist zu weit, hä? Oh, Scheiße. Und hopp. Eins. Zwei. Also, meine Ohren werden mich nicht täuschen. Ja, da kommt doch mal her. Dann legen wir. Ja. Niemand mehr. Zack. Immer plündern. Huch! Immer schön blinder. Ne? Verdammt, was war das? Ich! Na komm! Put, 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 put. Du stirbst. Jetzt! Lalalala. Sonst noch einer? Oh ja. Was war das? Ich. Guck mal, da muss ich festhalten, hat Angst. Bam! Guck mal, hier ist ein schönes Kistchen. Da stimmt was nicht. Ja. Geh mal nachgucken, komm. Komm. Oh, Scheiße. Zack. Eingang zum Labor finden. Der Eingang zu Brewsters Labor. Das werde ich beenden. Ha! Denke nicht. Immer schön plündern. Ihr wisst Bescheid. Und auf die Tür. Guten Tag wünsche ich. Danger. Aktivieren.
Ab geht die Litzi. Und weiter geht's. Verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen und Aktivitäten abschließen. Pro 1000 EP erhalten sowohl Jacob als auch Evie einen Fähigkeitspunkt, den sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Werben Sie Fähigkeiten, um mit Jacob und Evie höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung nutzen zu können. So, wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Und wir können jetzt Ökosystem, was ist das? Adlerauge 1, okay. Was ist das? Drücke E, um gegnerische Angriffe im Kampf zu kontern. Okay. Das ist sozusagen Doppelangriff. Okay. Aha. Drücken Sie C, um Schleichmodus zu aktivieren. Der aktivierte Schleichmodus bewegen Sie sich schneller. Mission Belohnung. Sie plündern Gegner automatisch, wenn sie attacken. Das würde ich gerne machen, aber wir können leider nur das. Ah, um 2 Gegner, alles klar. Okay, bestätigen. Kaufen. Ting. Was ist das? Sie finden bei allen Quellen mehrgewöhnliche Herstellungsmaterialien. Das ist ein Adlerauge mehr. Das ist verschlossene Truhen, um Geldmaterialienbelohnung zu erhalten. Das sind Kombos. Das ist mehr Leben. Ich würde entweder das oder das ganz ehrlich machen. Ne? Klar, das sind auch Eevees Tabs, ne? So, ein Leben gibt natürlich auch. Aber ich glaube, das hier wäre schon ganz gar nicht so schlecht, ne? Truhen mit Dietrich öffnen. Und danach ist das. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ich mach noch das. Dann können wir gleich die Truhen mit Dietrichen öffnen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Doppelangriff. Doppelattentat. Entschuldigung. Bumm. Da waren sie kaputt. Das hätten wir jetzt automatisch geplündert, aber ich fand das mit den Dings irgendwie. Ja. Nein, hat es nicht. Also tu, was dir gesagt wird. Und übrigens, für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Es wird noch jemand verletzt, wenn sie zu viel verlangen. Ganz ehrlich. Und jemand. Keine Ahnung. Redet er einfach nicht weiter. Was soll denn das? Kein Benehmen, diese Herren immer. Oh! Da hat der Doppelangriff jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert. Hier nur noch eine Truhe. Wusste ich's doch. Zack. Ja, meine Klappe jetzt. Wie der Hut da noch liegt. Aber von ihm keine Spur. Die Ratten hier.
Untergrund. Na. Hallo? Ups. Na, no. Einmal springen bitte. Okay. Dann hier rüber. Hopp. What the fuck? Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Luftattentat auf Brewster verüben. Das probieren wir natürlich. Also wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Wieso? Es ist doch das Abfällig ihrer. Ich würde ihn öffentlich ausstellen. Darwin wäre erledigt. Verdammte Schande auf die Galapagos-Insel. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt, das ging jetzt relativ schnell. Fähigkeiten, dann machen wir doch direkt das. Natürlich die, wo wir jetzt mit Wurfmessern und so töten, ist natürlich kein direktes Looten. Ne? Hier können wir hoch. Hier können wir hoch. Rüber, weil die da nicht lang geht. Geht doch doch rüber. Ja. Und weiter. Zack. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. That don't looks good. Ich sollte hier sofort raus. Besser ist das. Wow, 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 wow. Hopp, hopp. Au. Weiter. Lauf, 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 lauf. Hui. Das war reichlich knapp. Nett. Ich brauche einen Ausgang. Na, dann gehen wir doch mal hier durch. Ups.
den Tomb Raider-Style hier. Schluppdi, schluppdi, schlupp. Und unten durch. Schön. Und weiter. Jetzt komm! Und klettern darüber. Da hoch. Sehr schön. Sequenz 2. Ein einfacher Plan abgeschlossen. Herausforderungen waren Luftattentat auf Blutstoff üben und Gegner mit Fässern hängenden Fässern töten. 5 Stück haben wir gemacht. Belohnung sind 1000 plus 75. XP 2000 plus 300. Und Umhänge. Sparsamer Umhang. Mhm. Okay, wie gesagt, wir werden durch ja nicht, ne? Das, ja. Fortfahren. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Tun wir nicht. Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest sein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry... Vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, Scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg,
Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Alles klar. Ich kümmere mich darum. Gar kein Problem.